Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind hier im alten Lager und da wollen wir jetzt nochmal mit ein paar Leuten reden. Da haben wir zum Beispiel Grimm. Kann ich nicht mit Grimm reden? Doch, ich kann mit Grimm reden. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Und wie ist das Leben hier? Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Okay, und was war deine Prüfung? Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Ja, okay. Alles klar. Hoppla, falsche Taste, dann ist das ja Torus. Mit Torus soll man ja auch reden, haben wir gehört gehabt. Dann reden wir mal mit Torus. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Ja, Diego sagt das. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Der gerade wieder weg ist. Und warum stellst du mich nicht auf die Probe? Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Soll man einfach mal weitermachen? Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Okay, dann erzähl mal. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Okay. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Und warum beschützen die denn? Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Ich halte mich da lieber raus. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun.
Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erzeugen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen. Heieiei. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Ich kümmere mich darum. Okay. Menge Erz. Wir haben keine Menge Erz. Außerdem wird das nicht bestechlich sein. Das machen wir lieber nicht. Und im Brief will ich auch nicht erwähnen. Da würde ich tatsächlich eher mich an Diegos Rat halten und es nicht rumposaunen. Okay. Also Auftrag von Taurus. Taurus hat mich damit beauftragt, einen Banditen namens Mordrak aus dem Lager zu vertreiben. Wie ich das anstellen, hat er mir überlassen. Außerdem darf niemand erfahren, dass Taurus dahinter steckt. Mordrak hält sich am Südtor auf der Rückseite der Burg auf. Außerdem haben wir noch Aufnahme in das alte Lager. Um bei Gomez Leuter im Lager aufgenommen zu werden, soll ich mich bei Taurus melden. Haben wir gemacht. Taurus sagt mir, ich soll mit Diego reden, wenn ich ins alte Lager aufgenommen werden will. Diego wird mich auf die Probe stellen. So, da ist jetzt auch noch die eine Sache. Wir haben ja weitere Lager. Also wenn wir mal ein Lager beitreten, sind die anderen Lager für uns. Ja, können wir nicht mehr beitreten halt. Wir können sie zwar noch besuchen, aber halt nicht mehr beitreten. Jetzt ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir so viele Quests machen wie möglich für die Leute. Also bis, ja, jedes der drei Lager. Bis kurz vor der Aufnahme, soweit es geht jedenfalls. Und danach quasi ganz am Schluss dann uns entscheiden. So, kriegt man, muss man nicht machen. Wir könnten jetzt hier alles hier machen. Und im neuen Lager müssten wir gar nichts machen, um aufgenommen zu werden. Und so weiter und so fort. Oder Sumpflager, braucht man, glaube ich, auch nichts. Bei uns würden haufenweise Quests und Erfahrungspunkte und Story verloren gehen, wenn wir das so machen. Von daher machen wir tatsächlich so viele Quests fürs alte Lager, fürs neue Lager und für das Sumpflager, so viel wie es geht. So, Diego, bist irgendwo weggegangen. Da waren wir schon drin, da waren wir drin. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir auch hier nochmal reinkommen. Hey du! So, da hat man schon gehört, da hat sich jemand beschwert. Da heißt es, komm mal nicht einfach so rein. Ach, guck mal, da ist Diego. Wenn wir da jetzt drin geblieben wären, wäre das nicht so gut gegangen. Ich habe mit Taurus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Okay, was dann? Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkt ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Und was sind das für wichtige Leute? Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Taurus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Ah, okay. Prüfung des Vertrauens? Was ist die Prüfung des Vertrauens?
Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Wahrscheinlich aber auch fürs neue Lager. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Okay. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Ah, sehr schön. Links, neben dem Nordtor. Das Nordtor ist das, wo wir reingekommen sind? Links. Okay, da waren wir doch eigentlich schon. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Geschick 1, einen Lernpunkt oder gleich 5, 5 Lernpunkte. Oder die Stärke. Geschick ist, glaube ich, wichtig für Fernkampf und Stärke halt für Nahkampf, glaube ich zumindest, mich zu erinnern. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Aber da können wir noch nichts machen. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Logischerweise, weil wir haben ja noch mit kaum jemandem geredet. Gut. Aber das eine ist schon mal gut. Wir kriegen wahrscheinlich eine Karte umsonst und müssen sie gar nicht kaufen. Das ist das Nordtor und da links halten. Das heißt, wir müssten eigentlich hier lang gehen. Hey du! Hey du! Ja, ja. Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Ich wollte nur schauen, ob da was drin ist. Hey du! Hey du! Die richtige Entscheidung. Okay, und hier wahrscheinlich genauso. Hey du! Du lernst schnell! Da kommen wir auch nicht einfach so rein. Alles klar. So, wen haben wir da? Da haben wir einen Butler, noch einen Butler. Wir haben hier einen Kessel. Können wir aber nichts machen im Moment. Wir haben weitere Häuser. Hey da. Ja, ja. Hast du noch mal Glück gehabt? Ist ja schon gut. Nochmal einen Schatten. Dahinter ist hier nichts. Bist du jemand, mit dem wir reden können? Ich gehe auf jeden Fall mal in die Häuser rein, einfach um zu sehen. Vielleicht sitzt ja auch einer da mit dem Laden. Er ist nur ein Gardist. Vielleicht hat ja irgendjemand einen Laden drin oder sonst irgendetwas. Von daher will ich einfach mal schauen. Hey du, hey, hast du nochmal Glück gehabt? Was passiert, wenn wir reingehen? Hey du, da hast du doch mal Glück gehabt. Aber ich glaube, wahrscheinlich sind die Hütten tatsächlich... Butler. Das ist Parf. Okay. Hey du. Ja, ist ja schon... Entscheidung. Ist ja schon gut. Und hier, die Hütte? Hey du. Raus. Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Okay. Und wenn wir hier lang gehen? Ich muss gerade mal was schauen. Da sitzt jemand drin. Hey du! Ja. Entscheidung. So, jetzt sind wir wieder da. Und es wird langsam dunkel. Hm. Aber wir haben ein paar Hütten gehabt, wo die Leute nicht drauf reagiert haben. Oh. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Komm mit. Großartig. Wir können uns ja auf dem Weg etwas unterhalten. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Mutt ist auch ein legendärer Charakter hier. Oh je. Ich hätte in die andere Richtung gehen sollen. Aber ich wollte eine Karte haben.
Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Oh, danke schön. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was dann? Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Alles klar. Willst du, dass ich kotze? Nein, wir bleiben freundlich. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der eine Letzte, neue Quest. Den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten. Da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Alles klar. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Sein Pech. Mehr Erfahrungspunkte für uns. Okay. Komm mal hier rein. Hey, du. Nein. Dann geh mal. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleib einfach bei dir. Keine Sorge. Ja, Matt wird uns ständig hier auf die Nerven gehen jetzt. Es wird langsam dunkel. Das ist die Arena, oder? Nein, das ist Fingers. Mit denen sollen wir auch reden. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Okay. Ich will Schatten werden. Und? Kannst du mir dabei helfen? Ich wüsste nicht wie. Ich suche jemanden, der mir was beibringt. Wie kommst du auf mich? Diego schickt mich. Sag das doch gleich. Wenn du im Lager aufgenommen werden willst, hilft es, wenn du ein geschickter Kämpfer oder Dieb bist. Wenn die einflussreichen Schatten in diesem Lager dich auf die Probe stellen, werden sie dir Aufträge geben, bei denen du dich besser nicht erwischen lässt. Deswegen ist für den Anfang der Weg des Diebes für dich vielversprechender. Wie es der Zufall so will, bin ich der beste Dieb im ganzen alten Lager. Okay, und was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Okay, lautlos bewegen, Schlösser öffnen der Stufe 1 oder Taschendiebstahl der Stufe 1. Aber Schlösser öffnen können wir mit den, ihr habt es schon gesehen gehabt, mit Laden und Speichern eigentlich ganz gut machen. Lautlos bewegen würde ich aber ganz gerne vorziehen eigentlich. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich glaube, ohne falsche Bescheidenheit, ich bin einer der besten Diebe, die sie in die Kolonie geworfen haben. Aber wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich leise bewegt, ist Kavalon der bessere Mann für dich. Okay, Kavalon sollten wir reden. Also hier können wir auf jeden Fall Schlösser öffnen und Taschendiebstahl lernen. Was uns aber nichts bringt, weil wir noch keine Talentpunkte haben. Wo finde ich Kavalon? Er jagt in der Wildnis. Du findest ihn auf dem Weg zum neuen Lager. Westlich des alten Lagers beginnt eine breite Schlucht. In dieser Schlucht steht eine alte Holzfällerhütte. Dort findest du ihn. Ja, okay. Alles klar, das war's mit dir. Und Matt, kannst du mal... Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst?
Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Ja, der wird uns jetzt die ganze Zeit begegnen. Ja. Und ich hätte jetzt eigentlich jetzt ganz schon gerne eine Hütte gehabt. Oh Mann, müssen wir uns kümmern. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich das schon schaffe oder noch nicht. Aber der Typ nervt so sehr. Da werden wir mal rausgehen. Da, wo die Gardisten uns nicht sehen können. War doch klar, dass das ärgert. Andererseits... Oder kann ich das auch hier machen? Lass ich mal... Ich muss mal was ausprobieren. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Ja. Steck die scheiß Waffe... Die Waffe weg! Die Waffe weg! Man darf auch nicht alles glauben. Ja, dann rennt er aber weg hier. Den muss man doch irgendwie so besiegen. Um ihn loszuwerden, glaube ich. Ja, das ist aber auch neu gemacht. Damals war das nicht so, dass er da weggelaufen ist. Sondern ist einfach nur... Sondern ist einfach nur... Hat einen ganz normalen Kampf eingeliefert. Bis man ihn dann erledigt hat und dann ist er wieder ins neue Lager zurück und war eigentlich froh, dass es ihm gut geht, dass ich ihn nicht getötet habe. So, jetzt muss ich mal schauen. Hast du eigentlich keinen Plan? Ja, dann rennt er dahin. Ja, da muss ich mal schauen, das ist ein bisschen anders mittlerweile. Das ist ein bisschen anders, als ich es kenne. Damals war es tatsächlich so, du hast einen Matt irgendwie am besten rausgeführt, in der Höhle oder sowas, hast ihn eine volle Pfund aufs Maul gegeben, nicht getötet, sondern nur auf volle Pfund aufs Maul und dann hat er gesagt, ja, ist okay, ich belästige dich nicht mehr und gut war gewesen. Mittlerweile ist es aber so, wenn man ihn schlagt, haut er anscheinend ab. Also das ist tatsächlich, das ist neu, das kenne ich so nicht. Aber es war auch die einzige Möglichkeit, wie ich wüsste, wie man den loswährt wieder. Da muss ich mal schauen, was ich da getan hat. Es musste im Community-Patch drin sein, dass sich da was geändert hat. Na gut. Außerdem muss ich mal schauen, ob ich vielleicht so eine Bude finde, wo ich schlafen kann. In einer von den beiden hat sich der Dings ja nicht beschwert gehabt, dass ich da vielleicht hingehe und schlaf. Oder wir schauen uns weiter noch um. Eins von beiden. Na gut, wie dem auch sei, in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin macht's gut und tschüss.